Leute, willkommen zu Bögis Welt Folge 148, die ich jetzt beinahe komplett verpennt hätte. Es ist Pfingstwochenende und hier bei uns in der Gegend reiht sich so eine Veranstaltung an der nächsten an. Da haben wir zum einen das legendäre Packebierfest in Wiensen. Zum anderen haben wir Landunter in Gisselwerder bei unseren hessischen Nachbarn an der Weser. Ja. Und so ganz zwischendurch ist noch Tanzveranstaltung Rock gegen Rheuma. Wo ich eigentlich auch sehr gerne hingehe. Ne, so ein bisschen schwufen, ne, so ein bisschen abhotten und rocken. Muss ja auch mal sein. Und wenn es dann noch gegen Rheuma ist, dann ist es ja doppelt gut. Ja, viel los bei uns in der Region. Und ich muss noch diese Folge drehen. Und auch noch schneiden dann im Anschluss. Darum mache ich das jetzt hier mal ganz spontan auf die Schnelle kurz hier. Und dann legen wir auch gleich los in Folge 148. Es sollen weltweit 4,5 Millionen Arbeitsplätze durch Facebook entstanden sein. Davon 84.000 entfielen 2014 auf Deutschland. Also Facebook hat auch hier in Deutschland Arbeitsplätze geschaffen. Hallo Facebook. Johann Wolfgang von Goethe schrieb in Hans Wursts Hochzeit: Und hintendrein komm ich bei Nacht und vögel sie, dass alles kracht. War schon ein sehr direkter Mensch, der deutsche Dichter und Denker und Poet Herr Goethe, seines Zeichens Johann Wolfgang von. Ja. Dem schließe ich mich an. Männliche Papierbrote von der Art Argonauta. Und das ist wiederum eine Krakenart. Also es gibt Kraken, die heißen Argonauta Papierboote. Wie die Papierboote jetzt im Lateinischen heißt, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall männliche Papierboote besitzen einen abnehmbaren Penis. Welcher dann selbstständig zu den Weibchen schwimmen kann. Nun stelle ich mir das gerade in der Kneipe vor, du sitzt da am Tresen und da geht irgendwer vorbei und so weiter und dann machst du so. Und dann fliegt, schwimmt das Ding da zu dem Weibchen hin. Ja. Wäre eine sehr interessante Vorstellung, also auf die Menschlichkeit so übertragen. Oder an der Supermarktkasse. Ein Platz vor dir an der Supermarktkasse steht, wer hat den Warentrenner dazu? Und dann leg's mal mit aufs Band und der macht sich dann dahin an die Dame der Begierde.
Die Welt der Natur ist immer noch sehr faszinierend. Die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher erfand 31 Jahre bevor sie Premierministerin wurde, mit einem Chemikerteam das Softeis. Also haben wir diese komische Psst. Tja, und dieser renitenten Tante verdanken wir dann diese lecker, naja, lecker. Auf jeden Fall diese kalte Nascherei werden auf Chemie statt auf gefrorenen Milch steht. Ja. Hätte man dieser resoluten Tante eigentlich gar nicht so zugetraut, ne, dass die dann auch mal Softeis erfunden hat, anstatt nur gegen die EU zu wettern. Sie war ja also global nicht, aber europäisch denkend war sie ja nicht so eingestellt, die Margaret Thatcher. Naja, lang, lang ist's her. Die Börse, lateinisch auch Bursa genannt, bedeutet eigentlich Lederbeutel. Das wäre jetzt eine Börse, also meine jetzt. Die ist auch aus Leder und es klappert auch drinnen. Ich habe nur ein bisschen Hartgeld drinnen, nichts Weltbewegendes. Also Börse, Bursa bedeutet eigentlich Lederbeutel. Der Begriff als Handelsplatz kommt aber eigentlich von dem belgischen Gasthaus Van de Beurs in Antwerpen. Dort trafen sich die Kaufleute bei de Beurs und handelten miteinander. Da sie aber nicht ihre ganzen Waren, dieses ganze Geraffel mit in die Kneipe nehmen konnten, hatten sie nur Besitznachweise. Ne? Also das und das und das und das, das gehört mir, das kannst du haben. Und so handelten sie in der Kneipe van de Beurs nur mit Papieren. Und so ist dann auf dem europäischen Festland so der Name Börse für Wertpapier. Ne? Also das hier ist nur ein normales Papier, das ist Werbung, ne? Ganz normales Papier. Und das hier wäre dann ein Wertpapier. Ne? Und so kam halt der Ausdruck des Wertpapierhandels an der Börse. Fanden bei Van de Beurs. So kam das ursprünglich mal zustande. Und hat nichts mit dem Lederbeutel hier zu tun. Die Angst davor, Falten zu bekommen, heißt Rhytidophobie. Oder an den Beinen oder am Arsch. Oder weiß der Geier, wo man überall noch Falten bekommen kann. Ja. Also wenn du da so richtig Schiss vor hast, dann machst du es wie amerikanische Schauspieler oder auch Musikerinnen, hauptsächlich Rinnen, aber auch Musiker wohl. Und lässt dir dann einfach das eine oder andere wegschneiden oder auffüllen oder was weiß ich nicht, was man noch so alles machen kann gegen Falten. Man munkelt ja, dass das
Ersatzteillager von Cheer wohl teurer ist als ihre Villa, in der sie wohnt. Also die OPs, die sie an sich machen lassen hat. Ne? Tja. Ja, in Europa ist das so, wenn du vor als Filmschauspielerin vor der Kamera dann vielleicht mal nicht mehr so die Rollen kriegst, weil halt so ein bisschen schon Krähenfüße, Lachfalten oder schlabbernde Unterarme oder ich weiß der Geier was heißt, dann gehst du zum Theater. Ja, und kannst da noch jahrzehntelang weiterspielen. Ne? Also, ja, aber Hollywood hat halt andere Maßstäbe. Rhythidophobie, ganz fürchterlich. Ich möchte auch lieber mit natürlichen Personen mich umgeben, als mit irgendwelchen aufgepeppten oder wie auch immer. Was ist euch denn lieber mit aufgefrischten und aufgefrischten Lippen und oder so ganz stinknormale Leute, wie sie halt aussehen und wie sie halt gealtert sind? Was ist euch lieber? Schreibt es in die Kommentare. Um die Sicherheit in Venedig zu verbessern, müssen seit kurzem sämtliche Gondeln, also diese kleine Bötchen, die da rumschwimmen in den Kanälen, nicht zu verwechseln mit den Papierbooten von den Kraken, also ne? Gondeln. Ja, sole mia, ne? Gondeln. Die müssen seit kurzem dort Kennzeichen tragen. Ja, dann kann nämlich jeder sagen, der blöde Arsch mit der Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist mir in eine Karre gefahren. Und mir ist der Lack abgesplittert oder die Ukulele vom Überbord gefallen. Ne? Es ist jetzt ein bisschen ärgerlich, da ich auch zu den Menschen gehöre, die überteuerte Kartoffeln gerne essen. Weil ich esse auch gerne mal Süßkartoffeln. Egal, ob sie lila oder quittengelb sind oder so, ne? Die den süßlichen Beigeschmack haben. Ja? Süßkartoffeln halt. Weil auf Süßkartoffeln zahlt man in Deutschland 19% Mehrwertsteuer. Also den vollen Steuersatz. Auf ganz normale Frühkartoffeln kommen sie jetzt aus Deutschland, Holland, Spanien, Türkei oder Algerien, zahlt man nur 7% Steuern. Das finde ich dann doch schon ein bisschen ungerecht. Und wer sich so eine Scheiße ausdenkt, dem müsste man eigentlich rechts und links welche zur Rechenschaft ziehen. Ne? Kartoffel ist Kartoffel. Ja, und eine Frühkartoffel, ne, kommt ja nun auch nicht mehr nur aus Deutschland, ne? Die kommt ja nun auch schon aus der halben Welt. Ja, und Süßkartoffeln kommen auch nicht nur aus dem Ausland, die werden auch in Deutschland schon gezüchtet. Und von daher verstehe ich es nicht. Aber ist so. Angeblich verfügt der russische Staatspräsident Wladimir Putin über 43 eigene Flugzeuge und 15 eigene Hubschrauber. Das Gehalt eines russischen Staatspräsidenten ist nicht so hoch, dass man sich für ein paar hunderttausend einen Hubschrauber oder für ein paar Millionen ein Flugzeug leisten kann. Nun weiß ich nicht, früher war er ja beim FSB, also dem russischen Geheimdienst. Ob er da schon irgendwelche Kontakte oder... Ja, ist ein bisschen eigenartig. Obwohl der amerikanische Präsident diese
diese Schnieptröte, die ist ja nun auch, ne? Aber für Russland ist das schon ganz schön beachtlich. Ne? Für ein nicht kapitalistisches Regime, ne? Wo immer noch viele Menschen Hunger leiden, geht es dem Staatspräsidenten schon ganz schön gut. Ja. Machen wir einfach weiter. Letzter Fakt für heute. Nummer 2880. Wegen der drei Kesselhäuser mit ihren 125 Meter hohen Schornsteinen werden die Heizkraftwerke in Linden in Hannover, also Heizkraftwerk Linden in Hannover, im Volksmund auch die drei warmen Brüder genannt. Ja. Es ist ja manchmal seltsam, wie Dinge zu ihrem Namen kommen. Ja. Erinnert mich aus einem Schwank aus meiner Jugend in der Realschulzeit. Aber da will ich jetzt nicht drüber, wie ich damals auf den Spitznamen gekommen bin. Und welcher das überhaupt war. Aber es ist schon ganz interessant, was sich so der Volksmund manches Mal so ausdenkt. Aber was liegt denn da nicht näher, als wenn da drei heiße, große Dinger nach oben stehen, sie drei warme Brüder zu benennen im Volksmund. Ja, tja, so ist es, Leute, wird nicht anders. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Pfingstfest 2017. Entweder lasst das krachen oder unternimmt was mit der Familie oder er macht beides zusammen und lasst es mit der Familie rocken. Auf jeden Fall wünsche ich euch uns allen supi Wetter und gute Laune. Macht es hübsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.